Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über ein paar Düfte sprechen, auf die ich mich schon freue, dass ich sie demnächst wieder tragen kann, wenn die Tage wieder ein bisschen kälter werden oder gar ganz eiskalt. Mal schauen, wie es hier kommt. Einfach Düfte, die man ja logischerweise an den heißen Tagen im Frühling und im Sommer ein bisschen hinten angestellt hat. Der ein oder andere mag sie vielleicht ganz wegräumen, wie auch immer. Aber ja, du weißt, wie das ist. Im Sommer trägt man natürlich eher so die frischen, leichteren Sachen und stellt so diese süßen, schweren Düfte ein bisschen hinten an. Und jetzt kommen wir so langsam wieder in die Zeit, wo man wieder drüber nachdenkt, ja, welche schwereren, süßen Düfte kann ich wieder ausgraben? Und heute möchte ich mit dir über fünf Düfte sprechen, auf die ich mich sehr freue, dass ich sie an den kälteren Tagen wieder tragen kann, im Herbst, im Winter, wenn es ein bisschen regnet, wenn es ungemütlich wird und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, starten wir ganz entspannt in das Video rein mit dem ersten Duft aus dem Hause Nasomato, und zwar der Baraonda. Den habe ich zwar das ein ums andere Mal auch im Sommer getragen, muss hier aber ehrlich sagen, da war er mir schon ein bisschen zu viel. Das war schon ein bisschen anstrengend, den hier und da zu tragen. Habe ihn, wenn dann, nur abends ausgegraben, aber wir hatten auch sehr, sehr warme Sommerabende und Sommernächte, und selbst da hat er einfach ein bisschen, ja, schon ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn es wieder kalt wird, wenn wir hier gerade für diesen Duft in den einstelligen Bereich reingehen und gerne auch ein bisschen kälter. Das ist ein Duft, der hat diese auf der einen Seite etwas leicht animalisches, leicht, ja, ich möchte es bei diesem animalischen Punkt belassen, und auf der anderen Seite dieses verführerische, dieses warme, dieses umschmeichelnde, dazu diese alkoholische Note, leichte holzige Einschläge. Bin mir nicht ganz sicher, ob hier noch ein ganz leichter Tabak irgendwo eventuell mitschwingt, aber alles in allem ein, ja, verführerischer, alkoholischer, auch irgendwo dreckig wirkender Duft, der dieses gewisse sexy, verführerische mit sich bringt. Hier freue ich mich ganz besonders drauf, wenn ich ihn an den, ja, kalten bis kälteren Tagen wieder tragen kann. Das wird schon so ein kleines Fest für mich, glaube ich. Denn Düfte performen und wirken ganz, ganz anders, wenn sie ja in gewissen Umgebungen sind. Wenn du diesen Duft hier trägst, wenn es richtig warm draußen ist, dann ist der schwer, süß, überfordernd. Und wenn dann aber draußen dieses richtig kalte, diese kalte Umgebung ist, dann hat das eine ganz, ganz andere Wirkung. Und deswegen freue ich mich hier auf den schon sehr Baraonda. Da bin ich mal, ja, schon voller Vorfreude. Dann der nächste Duft aus dem Hause Mugler, und zwar Pure Malt. Steht schon ein bisschen länger, nur so lustlos im Schrank, um ehrlich zu sein. Ich sprühe ihn hier mal ein bisschen. Geht im Groben und Ganzen in eine recht ähnliche Richtung wie der Baraonda, verzichtet aber auf den, meiner Meinung nach, auf den Tiefgang, verzichtet auf diese animalische, leicht dreckige Komponente und konzentriert sich einfach nur, in Anführungszeichen, nur auf das Alkoholische, auf das Süße, auf das Verführerische, vielleicht auch leicht verspielte, je nachdem, wie die Wahrnehmung ist. Aber das ist ein Duft, alkoholisch, holzig, süß, verführerisch, definitiv leichter zu mögen als vorher erwähnter Baraonda, aber auf keinen Fall qualitativ irgendwo abzustufen oder irgendetwas dergleichen. Der funktioniert richtig, richtig gut, bringt gute Komplimente, ist ehrlich gesagt nicht mehr so leicht zu bekommen heutzutage, und wenn, dann muss man schon ein bisschen mehr Geld bezahlen, je nachdem. Es ist jetzt nicht unmenschlich teuer, aber als man den noch ganz entspannt an jeder, ja, Straßenecke mehr oder weniger bekommen hat, da waren die Preise natürlich noch ganz anders, als sie heute sind. Aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Duft. Ich mag ihn noch extrem gern, und ich freue mich drauf, wenn ich ihn im Herbst und im Winter wieder tragen kann, wo es dann auch Sinn macht, wo er einfach sein volles Potenzial entfaltet. Mugler's Pure Malt. Dann den nächsten Duft aus dem Hause Maison Margiela, aus der Replikareihe bei The Fireplace. Und ja, zu diesem Duft muss man, denke ich, nicht allzu so viel sagen. By the Fireplace beschreibt das Thema schon sehr, sehr gut. Denn genau darum geht es bei diesem Duft. Hier geht es um das Thema des Lagerfeuers, der Marshmallows, die man dort röstet.
dieses Rauchige, dieses Waldige, dieses Süße, dieses Verführerische, all das bringt dieser Duft mit. Und man hat dieses Thema hier extrem, extrem, extrem gut eingefangen. Ein sehr authentischer Duft, ein Duft, der wirklich in der Lage ist, eine Szenerie zu kreieren in deinem Kopf, olfaktorisch dich dort hinzubringen, dich hier und jetzt abzuholen, wo du bist und dich mitzunehmen auf eine Reise, eben zu einem Lagerfeuer, wo auch immer es gerade stattfindet, im Wald, wo auch immer, und du röstest Marshmallows, du hast diesen leicht verbrannten Vibe drin, du hast dieses süße, verführerische, eine wunderbare Vanille, wunderschön auf den Punkt gebracht, du hast diese rauchigen Aspekte drin, ohne dass dieser Duft dabei dich zu sehr an dieses, ich sag mal, in dieses Thema reinbringt. Du kennst das sicherlich, wenn du irgendwo bei einem Lagerfeuer warst und dann abends deine Sachen nach Rauch stinken, möchte ich sagen, das bringt er hier nicht, das möchte ich betonen, er fängt diese Szenerie ein, er bringt ganz leicht dieses Rauchige rüber, ohne dabei dieses unangenehme Etwas zu verbreiten. Durchweg ein ganz, ganz toller Designerduft zum Designerpreis, aber für mich mit Nischenqualität, der riecht ganz, ganz außergewöhnlich, ganz, ganz eigenständig und hat eine Haltbarkeit, eine Projektion, da müssen wir nicht drüber reden. 10 Stunden ohne Probleme und die Projektion einmal quer durch den ganzen Raum. Also hier ein Meisterwerk. Er liegt hier auch tatsächlich sehr, sehr lecker in der Luft. Ja, das ist ein toller Duft. Der kommt definitiv erst an den kälteren Tagen zum Einsatz. Also das ist nicht so der Frühherbst, hier schon Spätherbst bis Winter. Also hier muss er schon ordentlich knackig draußen sein, damit ich den hier auspacke, weil ich habe hier den Eindruck gewonnen über die Monate und Jahre, dass er immer besser funktioniert, je kälter es draußen wird. Also bei 10 Grad, das geht schon richtig gut, aber bei minus 10 Grad, da geht noch viel mehr. Du weißt Bescheid, Maison Margiela's by The Fireplace, ein ganz, ganz toller, ja, Winterduft in diesem Fall, aber auch der kommt und da freue ich mich drauf, wenn ich den dann mal aufschmeißen darf. Oder kann, sinnvoll. Dann haben wir hier den Duft Insomnia aus dem Hause. Ich werde es mir wohl nie einprägen können. Ich schreibe es einfach mit unten rein. Insomnia behalten wir es einmal hier bei. Ein Duft relativ ähnlich zum Kilians Black Phantom. Nur deutlich günstiger zu haben. Wir haben hier, ist das ein Powerhouse, das ist ein Wahnsinn. Den gar nicht so krass in Erinnerung gehabt. Die Kopfnote und der Auftakt sind hier das Highlight des Duftes. Das muss ich einmal so sagen. Das heißt nicht, dass der ganze Rest von diesem Duft Quark ist oder irrelevant wäre, aber der Auftakt, eine leichte Kaffeenote, eine wunderbare Süße, eine gewisse Verspieltheit, alkoholische Noten, Rum, das Ganze so, so toll abgestimmt, so kraftvoll, so energiegeladen, so nach vorne gehend, wenn du den aufsprühst, da wirklich ganz, ganz toll gemacht. Nach und nach verlieren sich die Komponenten so ein ganz klein bisschen. Die alkoholische Note zieht sich ein bisschen zurück. Diese kreative Süße, ich sag mal, entwickelt sich mehr und mehr zu einer recht einfachen Süße, zu einer, ja, wenn es zu warm wird, eventuell etwas zu belastenden Süße, und die Kaffeenote, die, ja, geht so ein bisschen weg. Die denkt sich so nach, mal bin ich da, mal bin ich nicht da, mal bin ich hier, mal bin ich dort, und verschwindet dann irgendwann so in der Weite des Raums. Trotzdem ein ganz, ganz toller Duft, der Insomnia. Richtig, richtig stark, süß, herausfordernd, projiziert stark, hält Ewigkeiten. Und wie gesagt, das Opening und die ersten 1-2 Stunden einfach ein Gedicht, ein Gedicht, ein Gedicht, ein Gedicht bei diesem Parfum. Und wenn du ja einfach eine sinnvolle Alternative zum Black Phantom von Kilian suchst, dann probiere hier den Insomnia gerne mal aus. Ich schreibe dir den kompletten Namen unten in die Videobeschreibung. Ich komme gerade nicht drauf, aber mein Gott, das ist ein richtiges Brett, wenn du mich fragst. Und ebenso ein richtiges Brett und vermutlich der stärkste Duft hier aus der kompletten Liste und ein Duft, der
eigentlich eher für den Winter geeignet ist und der dafür geeignet ist, immer besser zu funktionieren, je kälter es draußen ist. Aber ich habe ihn auch im Sommer getragen, das ein ums andere Mal. Aber Rizala aus dem Hause Arabian Oud. Ich nehme es ja einmal vorab. Ich habe ihn im Sommer getragen. Ob ich mir damit Freunde gemacht habe, keine Ahnung. Interessiert mich das? Nö, natürlich nicht. Schokolade, Rose, Oud, Safran, das war's. Kennst du sicherlich aus anderen Komponenten. Hier das Tolle an diesem Duft, die Rosennote ist tatsächlich nicht irgendwie federführend, sondern hält sich wunderbar im Hintergrund, gibt einfach nur diesen eleganten, luxuriösen, diese elegante, luxuriöse Ebene hier mit rein. Hauptsächlich haben wir ja diese ganz, ganz tolle, ja, gepfefferte Safrannote, wenn man so sagen darf. Richtig, richtig toll, authentisch rübergebracht. Dazu eine wunderbare Vanille, eine wunderbare Schokolade und das Ganze auf den Punkt gebracht. Ein sehr warmer, orientalischer, starker Duft mit Durchsetzungsvermögen. Hier freue ich mich sehr, sehr doll drauf, bei richtig, richtig kalten Tagen diesen Duft zu tragen oder im Herbst. An diesen grauen, ekelhaften Herbsttagen. Das Laub fällt von den Bäumen, liegt überall auf der Straße. Es ist nass, kalt, neblig, richtig klatschig und, wenn man so sagen darf, im einstelligen Bereich 5, 6, 7, 8 Grad und man möchte eigentlich gar nicht raus und dann haut man dieses warme, wärmende, verführerische Powerhouse drauf und fühlt sich einfach um so viele Welten besser. Darauf freue ich mich ganz besonders in diesem Herbst, in diesem Winter, diesen ganz, ganz tollen Duft zu tragen. Arabian Oud Rizala. Hier einmal für dich nochmal in der Kamera. Siehst auch schon der Flakon. Das ist einfach. Das ist Kunst. Das sieht unfassbar schick aus im Schrank. Ganz, ganz toller Flakon. Ganz, ganz toller Duft. Sollte man unbedingt zumindest mal probiert haben. So, das waren die fünf Düfte von mir für dich, auf die ich mich ja besonders freue, wenn ich sie an den kalten Tagen mal wieder tragen kann. Natürlich, man kann immer und überall das tragen, was man gerne möchte, aber ich habe es anfangs gesagt, hier gerade diesen Rizala, diese schweren Sachen oder Insomnia, eigentlich alle, die ich dir gezeigt habe, klar, kann man im Sommer tragen, aber es kann schon echt extrem belastend sein teilweise, so zumindest mein Geschmacksempfinden. Und ich bin eher dieser Mensch, der an diesen richtig, richtig kalten Tagen ja ein bisschen auflebt und dann diese süßen Powerhäuser nochmal drauf ballert, da fühle ich mich richtig wohl und zu Hause, minus 15 Grad, minus 25 Grad von mir aus, da fängt für mich der Spaß erst so richtig an. Von dem her, ich freue mich drauf. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.